So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren WWE 2K14 Challenge und mal wieder mit Facecam und ihr werdet gleich sehen warum. Ja, bei der WWE 2K14 Challenge ist es so, dass ihr mir Herausforderungen in WWE 2K14 schicken könnt und wenn ich diese meistere, bekomme ich einen Punkt und wenn ich diese nicht meistere, bekommt ihr einen Punkt und aktuell steht es 8 zu 12 für euch. Ich habe lange keinen Punkt mehr geholt. Oh, das sind ist echt schon viele Episoden, ey. Ich habe mal 8 zu 5 geführt und ihr habt richtig krass aufgeholt. Ja. Und um die heutige Challenge habe ich ja sozusagen gebeten, euch, dass es einer mal in die Kommentare postet und so weiter. Ja, ich nehme auf, Lion Gamer LP. Und zwar schreibt der gute Schnucki 98, ja, du sollst eigenhändig spielen, aber auf Legende und mit Facecam-Beweis. Und das werde ich machen. Und ich habe ein Match eingestellt und zwar Ultimate Warrior gegen Triple H zu Ehren des guten Ultimate Warriors, der Anfang der Woche verstorben ist, im Alter von 54 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube am Mittwoch, wenn, ja, ich nehme es am Mittwoch hier auf gerade. Gut, ich muss auf Normal stellen und deswegen auf Facecam-Beweis und ich versuche, muss jetzt so spielen. Ich werde meine eine Hand in den Rücken machen, meine linke. Und die Frage ist jetzt, ob ich mit einer Hand spielen kann, ob ich den Controller ablegen kann, ob ich irgendwie so an mir ranhalten kann, weil es alles ja zusätzliche Unterstützung ist. Aber ich werde versuchen, möglichst das in meine Luft zu halten. Ist schwerer, als wenn ich das irgendwie irgendwo auflege. Aber vielleicht war das so gemeint. Jetzt kriege ich auch noch eine E-Mail. Achso, die GM-Mod-Ausgabe kommt gerade raus. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Auf Legende soll ich hier spielen. Habe ich überhaupt die Challenge vorgelesen? Ja, natürlich habe ich vorgelesen. Ja, soll es endlich spielen. Aber auf Legende und mit Facecam-Beweis. Werde ich machen und ich versuche, das Ganze hinzukriegen. Zack! Und ich würde mal sagen, los geht's. Ich versuche mich irgendwie hier bereit zu machen. Und drücke jetzt X und los geht's. Oh Gott, das wird echt schwer. Ich habe echt kleine Hände, das kommt noch dazu. Ich muss mich also hauptsächlich aufs Content konzentrieren. Oh Gott. Das wird schwer. Wie mache ich das denn? Ist jetzt ein WrestleMania Rematch sozusagen. Warum mache ich denn einen Finisher? Oh, das muss ich aber nochmal neu machen. Tut mir leid, ich wollte gar keinen Finisher haben. Dann stelle ich das eben schnell ein. Dauert ja nicht lange, ist ja kein Problem. Ich habe extra WrestleMania 12 Arena genommen, weil die ja wirklich bei WrestleMania 12 gegeneinander angetreten sind. Jetzt habe ich natürlich beide Hände wieder. Ja, tut mir leid, da habe ich aus Versehen vielleicht beim Üben mit einer Hand den guten Warrior einen Finisher gegeben. So soll das natürlich nicht sein. So, WrestleMania 6 ist okay. Gegen Triple H Retro. Zack. Und dann noch die WrestleMania 12 Arena. Da ist sie. Und ein Zug aus. Und los geht's. Fangen wir nochmal von vorne an. So, Hand hinterm Rücken. Und möglichst viel Content. Analogstick wird schon schwer, den linken zu nehmen. Wie hätte ich das vorhin gemacht? Warte mal. Ich warte erstmal, bis er zu mir kommt. Na? Okay, den Content soll ich noch hinkriegen. Dann ein paar Mal schlagen. Okay. Na, komm wieder her. Okay. Gegentreten. Ich krieg den Mist hier nicht gegriffen. So. So. Muss ich ein bisschen umgreifen. Jetzt habe ich sogar Content verpasst. Super. Kann mich schlecht bewegen nur. So. Gegentreten, gegenhauen und so weiter. Gut. Haben wir das auch erledigt. Zack, X. Ich kümmere mich jetzt nicht um Richtungstasten und so weiter. So, wenn ich ohne Analogstick spiele, dann kann ich auch so weitermachen. Das ist kein Problem. So. Nein. Ist natürlich doof, wenn ich jetzt raus soll gleich. Wäre wirklich doof. Nein, Triple H. Lass mich in Ruhe. Weil ich hatte meine Hand so komisch gehabt, weil ich gedacht habe, ich werde viel mit Analogstick noch machen. Aber nö, geht ja anscheinend auch ohne. So. Okay, jetzt hat er mich mit der Lariat abgefangen. Nein! Zack! Heb ihn auf! Ich stehe von alleine auf, ist auch okay. Zack! Nein! Okay. Take this! Nein! So, einmal darfst du aufstehen. So. Ups. Macht er jetzt einen Gorgi-Rappel oder was? Hm.
Sieht nach einem Neckbreaker aus. Gar nicht cool. War doch cool, wenn ich versuche, Resiliency oder so einzusetzen. Das wird da arschig. Benutze ich einfach Strikes, um mich fortzubewegen. Okay. So, Taunten wird jetzt sowieso nichts. Müsste ja richtig stark umgreifen. Ha, hast gedacht, wa? Hast gedacht. Zack. Ein Groggy Rappel. Power Slam. Wunderschön gemacht hier. Guck mal auf, ich taunt jetzt mal. Das hat ja gebracht jetzt. Nein. Anderen Grapple umgreifen. Was machen wir hier wieder? Body Slam oder so, ne? Jawohl. So, wir haben Signature Move. Der war im Stehen. Jawohl. Ich muss ihm noch den Ultimate Splash gleich zeigen. Ach nee, Mist. Kontert er. Richtig mistig. Nein. Fuck, jetzt hat er direkt geskippt zum Finisher. Die gute CPU. Der gute CPU. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich muss ihn bloß zum Liegen bringen. So, zum Liegen bringen. Fuck. Oh Gott. Dann machen wir es so. Und dann muss ich irgendwie in seine Richtung gleich gehen. Okay. Das kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, in seine Richtung gehen. Finisher! Bitte nicht kontern! Jawohl! Kreis! Und Ende! Ende mit einer Art! Und 1, 2, 3, jawohl! Ich hab den Punkt! Jawohl, ich hab mit einer Hand ein Match gewonnen. Hey, wenn ihr es auch ausprobieren wollt, dann zögert doch bitte nicht, mir Videoantworten zu schicken, beziehungsweise Videos mit denselben Challenges. Und dann könnt ihr mir immer beweisen, wenn ich es nicht schaffe, dass ihr es könnt. Würde mich sehr freuen, wenn solche Videos mal kommen würden. Gut! Ich darf wieder meine zweite Hand benutzen. Aber ihr habt den Videobeweis, meine Hand war immer in dem Rücken. Ich habe versucht, den Controller möglichst in der Kamera zu halten. Und somit steht es jetzt 9 zu 12. Die Aufholjagd beginnt! Woo! Ach, schön. Ja, wir sehen uns dann übermorgen wieder bei einer weiteren Ausgabe von der WWE 2K14 Challenge, 16 Uhr. Morgen wieder 16 Uhr Story. Was denn heute? Sonntag ist bei euch, ne? Natürlich nochmal Rest in Peace an den Late Great Ultimate Warrior mit echtem Namen Warrior. Kürzlich noch bei der Hall of Fame gewesen und bei Raw. Und zack, tot. So schnell kann es gehen, ne? Ein Verlust für die ganz gesamte Wrestling-Fangemeinde. Kann man nicht anders sagen. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns demnächst wieder. Daumen hoch für cool. Euer Franz. Tschüss.